Laudato Hira, ich reiße die ganz herzlich und heute willkommen zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Ich lese von euch Philemon, der Verse 12, Bad Saas Tiendurch. Da sagt er, den schicke ich die Träg, nimm du ihm ab, willst du es so, als wann ich mir mein einen Hort schicken würde. Ich würde am Jere hier geholfen haben, dass er mir in deine Stadt gedeint hat, nu dat ik weer dat evangelium inzetten moet. Maar ik wil niet tonen onder die aanweiling, dat die goede tonen niet gezwungen weer, maar uit vrije welen zijn. Vielleicht is dit waar wein hij die een tijd lang weicht zijn, door die arm op eenmaal zo strik hebben. En niet meer als een sklaaf, maar als een, die meer is als een sklaaf, nu als een lieve broeder. Besonders voor mij, aber wo viel mehr für die beides im Fleisch und im Herrn. So hier sehen wir eine sehr interessante Sache von dem Leben von diesem Onesimus, diesem weicheranden Sklav. Er war zurückgeschickt, oder er ging zurück, um seine Vergangenheit zu begehen. Er wurde zurück nach Philemon gegangen, er wurde zurück nach der Stadt gegangen, von wo er gekommen war. Das meint nicht in das alte Leben, sondern seine Vergangenheit war er gut zu mir. Er hat nicht Philemon gedient, sonst hat er sollte, wie weicherand. Und er hat sogar Schode, wie Philemon hingelot. Wahrscheinlich gestohlen in so eine Sache. So, hieran sei wie, dass das Onesimus abrechtig betiert wird. Da je hier zu jeder abrechte Beziehung, auch dort, wo man die Vergangenheit, seine Vergangenheit, sich gestaltet hat. Und auch dort, wo man kann, war eine Gutmerkung, eifertet. Ich glaube, dort ist eine Sache, was wir von der in unserer Gesellschaft führen für jeden. Die Bibel, die Welt, dort wir Sachen Gutmerken, die in unserer Vergangenheit passiert sind. Gott hat dir mit uns das selbst gewonnen, wie uns betieren, dann merkt er die Sache gut, die in unserer Vergangenheit passiert sind zwischen ihm und uns. Und so ist er auch ein Ausdruck von einer wahren Betierung, wenn Menschen trägen in Sachen, die sie falsch gemerkt haben und andere Menschen Schuld getan haben, war er gut merkt. Wir haben da bloß ein Beispiel. Wenn wir da denken an Josef, noch viele Jahre im Gefängnis in Ägypten, als er schließlich all König in Ägypten war, dann fühlt Gott das so, dass die Familie war er vereinigt worden kann und war er Vergebung und Gottmerkung passiert von dem Arreich, was da passiert war. Eine andere Sache, die wir in der Bibel finden, ist das bekannte Beispiel von Zachäus. Als er sich betiert und er eine Begegnung mit Jesus hat, dann merkt er das Arreich, war er Gott, was er den Menschen angetan hat, wo er ihn bestohlen hat, wo er für ihn Teufel aufgekleidet hat. In sein Hort bleibt ganz los von diesem Reichtum und den dort Batan so stark gehangen hat. So des Onesimus, sagt Paulus, den schickt er die Träg, sagt der Philemon. Er ging Träg und stahlt sich seine Vergangenheit. Und auch wie macht er uns unsere Vergangenheit stahlen? Wie brücken nicht immer in unsere Vergangenheit rumgrube? Aber wie haben die Abgabe, Sachen gut zu machen, die in unserem Leben passiert sind? Und wie kennen den Heiligen Geist beide, dass er uns wiese dort, wenn die Sachen sind, die wir noch niemals gut gemacht haben? In der echten Beziehung, die dort auch in großem Maße die Beziehungen zwischen Menschen verändern. Und ich glaube, das ist immer so, wenn ein Mensch sich abrechtig betiert hat, dann fällt er dort, wo abrechtig betierte Menschen sind, eine tiefe Verbundenheit. Und so sagt Paulus auch, schicke ich dir diesem Träg nicht mehr aus dem Sklav, aber viel mehr aus dem Sklav, auch nur aus einem lieben Bruder. Diese Beziehung zwischen diesen zwei Menschen
hat sich von dem Tag, als Onesimus sich bekehrt hat, großartig geändert. Sie wäre erst Herr und Sklave, und nun wäre sie Bräute in Jesus Sinne gemeint. Was für ein riesiger Unterschied, dass das möglich wird, wann wir uns bekehren. Wann Gott durch seine Gnade in uns nicht leben wirkt. Wir sind dann wahrscheinlich oder noch niemals vollkommen, aber Gott hält Beziehungen, Gott mag wahrer Treich in unserem Leben, und wie mögen Treich unter den Menschen, die wie Schulden angedungen haben. Dort ist dort, was Gott auf dieser Erde eigentlich will. Er will Gerechtigkeit, in Heilung, in Abrechtigkeit. Und dort soll sich in jeder wahre geborenen Christ wahrer spielen, dass er nur diese Sache sieht hat. Wahre gute Möge, was er falsch gedungen hat, die Beziehungen waren abzubauen, in Gerechtigkeit und Abrechtigkeit zu leben. Das Wort wie seine, was mit diesem Onesimus in Treschen Onesimus in Philemon passiert hat. Paulus, der wo diesen Onesimus hier bei sich geholt hat, wie es wir in deiner Evangelium geworden. Er wird Paulus eine große Hilfe. Aber Paulus gab dort ab, wie es wusste, dass Onesimus muss trägen, noch viele Monate von dort, wo er weicherannt wird. Levet hier, ich weiß nicht, für was du von dort weicherannt bist. Vielleicht hast auch du in deinem Leben Sachen, die du gut weiter bist, die sollen abgeräumt werden. Dann möge ich dich von dort mal daran nicht weich, stell dir deine Vergangenheit, möge Gott in Leben den Fried, den Jesus für dich hat, wann du dich bekehrt hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass du Heilung gebracht hast. Heilung für unsere Sünden und Heilung auch für unsere Beziehungen. Ich habe so viele gebrochene Beziehungen auf dieser Welt, wo Menschen sich nicht verstehen, wo sie sich doll sind und hassen. Aber wenn dein Evangelium dann entkommt, dann wird die Sache geheilt. In Jeffok, dass wir reit sind, immer waren, auch trägt zu gehen, von dort, wo wir weicherannt sind, oder von der Sache, wo wir weicherannt, wo wir gut tun, weiter, wo wir tun sollen, in uns unsere Vergangenheit stahlen, treich mögen, in deinen Frieden zu leben. Amen.